Egal. Willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Wir wollen heute das Tutorial weitermachen und oder beenden. Beenden wurde mir gesagt, wäre unwahrscheinlich. Aber schauen wir mal. Also, eure Besitztümer. Der Juretitel von Munster besteht aus drei Grafschaften. Wir sind hier. Was hatten wir doch schon, oder? Hat jetzt von vorne angefangen? Ja, weiter. Ah ne, ist was anderes. Aber hier steht auch X, also 10. Besitztümer bieten unterschiedliche Stufen an Steuern und Aufgeboten sowie Gebäude, die errichtet und verbessert werden könnten, je nach Besitztumsart. Gebäude. Gebäude sind Verbesserungen, die man im Besitztümer bauen kann. Viele Arten von Gebäuden können nur in bestimmten Baronien oder auf bestimmten Gelände gebaut werden. Jedes Besitztum hat eine begrenzte Anzahl an Gebäudeplätzen. Ein Besitztum kann also nicht alle Gebäudearten enthalten. Gemeindesitze haben Zugriff auf einen zusätzlichen Gebäudeplatz. Fürstengebäude und Sondergebäude nutzen ihre eigenen Plätze. Also ich weiß noch, dass wir zum Beispiel im zweiten Teil regelmäßig ein Fort gebaut haben, damit die Einheiten nicht so schnell atrophieren oder sowas in der Richtung war das. Und ich glaube Krankenhäuser oder sowas in der Richtung, damit die Pest nicht so um sich geht. Ah, mein Hofnarr ist auch da. Sehr gut. Ja, klick auf euren Hauptsitzbesitztum. Luimnich wählt Bollwerke und Schutzmauern aus. Okay, warte. Kann ich das ziehen? Nein. Ist das Bollwerke und Schutzmauern? Also heißt der Tab so, ich sehe nirgends, wo das... Okay. Aber das wird es wohl sein. Und verbessert das Gebäude. Da, wo es blinkt. Ja, ich habe nur gerade gesucht nach dem Tab, der heißt Bollwerke und Schutzmauern. Wie sieht das hier nirgendwo? Okay, also wir können Spähtürme bauen, Lederzelt. Oh. Da steht Bollwerke und Schutzmauern. Aber es blinkt alles vier, das ist irreführend. Also, Bollwerke und Schutztauern. Der erste Schritt jeder ernstzunehmenden Befestigung ist die Errichtung von Bollwerken und Schutzmauern. Sie leisten bereits eine ganz annehmbare Arbeit dabei, Feinde und aufständische Bauern im Zaum zu halten. Sorgt für mehr Steuern pro Monat. Erhöht die Festigungsstufe und erhöht die Garnison, also keine Nachteile. Oh, warte, ich sehe gerade wieder. Ich muss den Each... Alertbox. Da hat nämlich ein Miese abonniert und hat gar keine Fahne bekommen. Dankeschön. Nachteile gleich Gold und Dauer. Ja, okay. Aber es ist eine einmalige Investition und danach geht alles besser. Das hat ja immer so einen Schneeballeffekt. Das heißt, je mehr wir damit verbessern, desto mehr bekommen wir langfristig. Wir müssen nur lange noch durchhalten. Wobei sich das dann ja erst in 1000 Monaten rentieren würde. Oder so ähnlich. Also sehr langfristig. Gero, klar erhöht die Mauer die Steuereinnahmen. Sie behalten die Steuerzahler drin in deinem Land. Die können nicht raus. Ja, das klingt gut. Du kannst nur eine bestimmte Menge an Gebäuden bauen. Hm, okay. Ja, gut. Was haben wir da noch so? Kernburg, Wehrtürme, zweite Schutzmauer, Zwinger, Vorburgen, altitalienische Manier, Revellings und Kavaliere. Das sind keine... Das ist keine Kavallerie. Das sind Kavaliere. Was sind Kavaliere? Der Kavalier ist eine erhöhte Plattform, die es unseren Soldaten erlaubt, über den Hauptwall hinweg direkt auf den Feind zu feuern. Leider umgekehrt genauso. Okay. Nein. Verbessern. Gut. Gut gemacht. Es wird allerdings eine Weile dauern, bis das Gebäude bereit ist. Luminech wurde nicht an einem Tag gebaut. Ihr könnt das Baufenster, Wälle und Türme gern schließen. Zack. Ein Tutorial ist für Tutorial. Yes. Sobald der Bau abgeschlossen ist, erhaltet ihr den Vorteil des gewählten Baus. Oh, warte mal. Das braucht jetzt 3 Jahre, bis es gebaut ist, richtig? Wo steht das?
Baut Kernburg. Abgeschlossen 69. Also in 3 Jahren. Das heißt, in 3 Jahren und dann nochmal 1000 noch was Tage später. Also dann nochmal 3 Jahre. Also in 6 Jahren rentiert sich das Ding erst. Weiter. Jedes Besitztum, da blinkt's. Jedes Besitztum führt Steuern an den Träger ab. Ist dieser Träger ein Vasall, führt dieser wiederum Steuern an seinen Lehnsherrn ab. Steuern sind die Hauptquelle von Goldeinnahmen. Pflichten können sich auf die Höhe dieser Steuer auswirken. Außerdem wirkt sich ein Krieg auf die Höhe der Kontrolle in eurer Grafschaft auf, was sich wiederum auf die Steuern auswirkt. Was sind Pflichten? Ich bin Künstler, ich habe keine Ahnung von Pflichten. Private Joker hat subscribed. Dankeschön. Vasallenpflichten bestimmen, wie viel Steuern und Aufgebote ein Vasall seinem Lehnsherrn zur Verfügung stellen muss. Die Regierungsform des Vasallen bestimmt, was die Vasallenpflicht sind. Okay. Zum Beispiel werden die Vasallenpflichten bei feudalen Vasallen durch ihre Vasallenbande bestimmt. Was sind Vasallenbande? Die Vasallenbande bestimmen die Pflichten zwischen einem feudalen Vasall und seinem Lehnsherr. Nur eine feudale Regierungsform erlaubt es Vasallen, ihre Pflichten einzeln auszuhandeln? Oh. Also wenn ich von irgendjemandem will, dass er mich mag, weil er sich zum Beispiel um meinen Thronfolger kümmert oder so, dann kann ich ihm einen besseren Vertrag quasi geben? Also dass er weniger Steuern abgeben muss oder mehr Rechte hat oder irgendwas in der Richtung. Das sind dann die Knebelverträge. So kann man es auch sehen, ja natürlich. Die andere Seite geht auch. Spezielle Bande wie Mark, Schild, Geld oder Pfalz. Die haben keinen Tutip. Können nur von Vasallen vom Rang Herzogtum oder höher gehalten werden. Okay, das weg, das weg. Verstehe. 11. Vasallen. Das ist der nervige Part. Können wir nicht aber eine Roboterarmee haben? Das ist viel einfacher. Als Herrscher seid ihr wahrscheinlich Lehnsherr mindestens eines Vasallen. Das ist der Typ, der hier Ormund hält. Die sind die Herrscher, die euch die Treue geschworen haben und damit Teil eures Reiches sind. Vasallen unterstützen euch mit Gold und Truppen. Ihr könnt gleichzeitig Lehnsherr und Vasall sein. Also richtig, wenn wir nachher das richtige Spiel anfangen, könnten wir uns hier in Norwegen einsiedeln. Aber wir spielen nicht den Herrscher von Norwegen, sondern nur den Graf von Socken oder so. Da musst du aber Stellare spielen. Habe ich. Also angefangen, ähnlich wie hier baust du in der Weile, bis man da reinkommt. Stellare ist super. Werde ich auch irgendwann Let's Play oder Let's Stream. Und Gostrad hat subscribed. Und damit haben wir den Hype Train voll. Dankeschön. Das ging schnell mit dem Hype Train. Ich glaube, es sollte jemand anders anstellen. Öffne die Reichsansicht auf der rechten Seite, da wo es blinkt. Seht euch den Reiter Vasallen an. Was ist Lehnsautorität? Stellt die allgemeine Stärke eines Herrschers über seine Vasallen dar. Die Lehnsautorität hat 4 Abstufungen. Autonome Vasallen, die machen können, was sie wollen. Begrenzt, hoch und absolut. Um die Lehnsautorität zu erhöhen, braucht man Prestige. Je nach der entsprechenden Stufe und der Bildungswert des Herrschers. Also je klüger man ist, desto mehr Autorität hat man. Oder je dümmer man ist, weil denn die Leute glauben, dass man ihn einfach überfällt, wenn er irgendwas falsch macht. Kyria ist auch da, von Friedrich, Turasis sehe ich gerade. Quarks, Gostral, Sylian, Medlarken, ganz viel los im Chat. Interessante Side Note, du hast automatisch ein schwaches Druckmittel gegen deine Söhne und Töchter. Also kannst du den Vasallenbände mit Druckmittel gleich ändern. Ui, okay. Kyria fragt, gibt's wieder verrückte Königinnen? Ich erinnere mich noch an diese Familienstories, so nostalgisch. Meine liebste Lafla. Lafla war heftig, das war die, die am Ende Kreuzritterin geworden ist, sowas, was es eigentlich gar nicht gab. Und dann sehr doof geendet hat. Also für alle, die es nicht geguckt haben, die Playlist für Crusader Kings 2 lohnt sich auf jeden Fall. Sie ist nicht komplett abgeschlossen, weil es halt eine Sandbox ist, aber wir sind sehr weit gekommen und haben mehrere Generationen gemacht. Und Quark spoilert gleich im Chat. Na gut, Vasallen. Achso, und bei dem Tempo werden wir auf jeden Fall nicht durch das Tutorial durchkommen heute.
Dies ist eine Liste eurer derzeitigen Vasallen mit zusätzlichen Informationen. Oben in der Liste steht, seht ihr den Herrscher von Ormond, dessen Ländereien ihr auf der Karte seht, also da. Dies ist ein Earltum, ein Titel auf der Stufe einer Grafschaft. Stopp. Einstellung. Spiel. Nacktheit anzeigen, WTF? Ich wollte die Titel alle auf Graf und Baron und sowas irgendwie einstellen, aber das geht anscheinend nicht, oder? Nee. Mist. Muss ich mir für jedes Völkchen jetzt merken, was das ist? Ich muss die Kronen wahrscheinlich angucken. Also wieder hier drauf, Vasallen. Also Erda hat gar keinen. Er ist nur ein Bürgermeister. Er ist ein Earl. Es ist ein Graf. Woran erkenne ich es auf den ersten Blick, wenn ich ihn angucke? Weil seine Flagge so eine Spitze unten hat, oder? Ich würde Nacktheit ausstellen beim Stream. Nein. Wenn mich YouTube wegen sowas blocken will, dann sollen sie mich wegen sowas blocken. Da habe ich null Hemmung. Außerdem bin ich viel zu klein. Nee, also bisher habe ich da noch keine Möglichkeit gefunden, das zu sehen. Aber das finde ich bestimmt mit der Zeit raus. Okay, hier findet ihr eine Übersicht über verschiedene Dinge, beispielsweise die derzeitige Meinung, die eure Vasallen von euch haben, ob sie als mächtige Vasallen gelten. Was sind mächtige Vasallen? Mächtige Vasallen sind jene Handvoll Vasallen, die meisten Truppen und das höchste Einkommen haben. Man muss diese Vasallen genau im Auge behalten, da sie erwarten, einen Posten im Rat zu bekommen, den gibt es also anscheinend auch wieder, und einen deutlichen Abzug auf die Meinung von euch erleiden, falls sie diesen Ratsposten nicht erhalten. Das Ändern eines Nachfolgerechts erfordert, dass alle mächtigen Vasallen eine positive Meinung von ihrem Herrscher haben, oder sie verschreckt oder eingekerkert wurden. Ja, das ist super frickelig. Ui. Von Friedrich hat wieder 4 Subs verschenkt. Vielen Dank dafür. Diesmal gingen sie an Kyria. Scharabel Pablone. Shorty und Ripskiller. Glückwunsch euch 4. Die mächtigen Vasallen bekommen minus 40 Meinung von dir, wenn nicht im Rat. Ja, okay. Also er hat gerade eine 10er Meinung von uns. Und geh weg. Und produziert wie viel Gold? 0,3. Wie viel macht sein Gebiet? Sein Gebiet produziert 1,85. Den kriegen wir aber nicht sonderlich viel ab, huh? Steuerertrag. Steuerpflichtiger Betrag 4. Beteiligung 10%, also 0,4. Warum steht denn da 0,3? Schlimm ist, du hast später mehr mächtige Vasallen als Ratsposten. Ah, okay. So, aber genug Tooltip. Weg, weg, weiter. Achtet darauf, dass eure Vasallen glücklich sind, da sie sich dann nicht an Komplotten und Fraktionen gegen euch beteiligen. Die kenne ich noch gut aus dem zweiten Teil, da muss ich nachgucken. Ich denke, die werden hier ähnlich sein. Ganz gleich, wie mächtig euer Charakter als Herrscher sein mag, sollte sein Reich sich gegen ihn verbünden, um ihn entweder durch einen Krieg abzusetzen oder ihn einfach im Schlaf zu ermorden, was sehr gut passieren kann. Ich kenne da so einen, der ist auf dem Klo gestorben. Wird seine Herrschaft ein jähes Ende finden. Beruft ihr Vasallen in euren Rat ein, ist ihre Meinung besonders wichtig, da ihr ihnen Ratsaufgaben anvertraut. Ja. Und ich sehe noch Mieser, hat ebenfalls subscribed, und Tovak36 auch. Vielen Dank euch. Läuft heute super. Achso, apropos super laufen und subscribe, unterstützen und so weiter. Da hat mir jemand gestern eine sehr schön hohe Spende zukommen lassen. Also falls du zuguckst, vielen, vielen Dank. Kann ich sehr gut gebrauchen. Dumm und mächtige Vasallen. Ja, ist keine gute Kombination. Ich weiß auch, dass der Hofarzt super wichtig war. Ihr könnt nur eine bestimmte Anzahl an Vasallen unter euch haben, bevor euer Reich unhandlich wird.
Jenseits dieser Vasallenschwelle leidet die Menge an Steuern und Angeboten, die euch zugeführt werden. Die spielt im Tutorial keine Rolle, doch wenn ihr euer eigenes Königreich aufbaut, solltet ihr zu schnelles Wachstum vermeiden. Ja, auch weil ihr die Übersicht verliert. Also es ist, und wir haben ja keinen Stress. Wir müssen ja nur langsam voranbauen, mit jeder Generation ein bisschen mehr. Habt ihr eure Vasallenschwelle überschritten, könnt ihr eure niederrangigen Titel an eure Vasallen abtreten. Manchmal könnt ihr sogar neue Titel mit hohem Rang schaffen, um eure Macht in einer Region zu konsolidieren und Titel, die de jure dem neuen Titel untertan sind, besser im Griff zu behalten. Ja, so, 12. Domäne. Euer Reich ist die Gesamtmenge aller Ländereien und Titel, die ihr kontrolliert. Also entweder direkt oder über Vasallen. Ja. Im Moment sind dies für euch die Grafschaften, hier Earltümer aufgrund eurer irischen Kultur. Tomond und Ormond. Ist von eurer Domäne die Rede, sprechen wir stattdessen von den Ländereien, die ihr persönlich verwaltet, das werde ich verwechseln. Also Reich ist alles, Domäne ist privat, okay. Naja. Manche Ereignisse wirken sich nur auf eure Domäne aus, während andere sich auf euer gesamtes Reich beziehen. Okay. Beachtet, dass die Menge an Land, die man persönlich besitzen kann, bevor Nachteile daraus erwachsen, begrenzt ist. Diese Menge wird Domänenschwelle genannt. Kann man mit rumspielen. Also wir hatten teilweise bei Crusader Kings 2 auch eine ganze Zeit lang mehr. Aber je mehr man über der Schwelle hat, desto weniger mochten einen die eigenen Vasallen, weil man halt zu gierig wirkt. Was man von mir gar nicht kennt. Ingame. Wenn ihr eure Domänenschwelle überschreitet, empfiehlt es sich, die Interaktion Titel vergeben auf befreundete Charaktere anzuwenden und sie so zu euren Vasallen zu machen. Also ja, okay. Also wenn sie noch keine Vasallen sind. Man kann auch sonst Vasallen mehrere Titel geben, aber dann werden die auch ambitionierter, glaube ich, und wollen dann irgendwann ein ganzes Herzogtum haben und ähnliches. Da ihr zurzeit keine freien Titel zu vergeben habt, ist dies nicht möglich. Doch in der Regel findet ihr die Option im Charaktermenü, das ihr aufrufen könnt, indem ihr auf einen Charakter rechtsklickt. Okay. Verstehe. 13. Der Rat. Reich, Militär, Rat, Hof, Ränkespiele, Fraktion, Entscheidung. Okay. Rat. Das ist ein schönes Feature mit den animierten Charakteren. Vor allem, wenn man nach und nach auch eine Bindung zu ihnen aufbaut und sie älter werden und vielleicht Narben bekommen und sowas alles. Hype Train. Jo. In CK3 sind die Nachteile doch recht erheblich. Ah, okay. Also kann ich nicht so den Diktator raushängen lassen. Schade. Ihr könnt Ratsmitgliedern Aufträge erteilen und jeder hat seine eigene Spezialität. Ihr könnt die Aufgabe eines Ratsmitglieds ändern, indem ihr ihn in der Ratsansicht auf die Schaltfläche neben seinem Porträt klickt. Das sind die Sachen hier. Können wir den einen wieder nach Konstantinopel schicken? Für sein ganzes Leben? Ratsmitglied zu sein ist ein sehr prestigeträchtig. Mächtige Vasallen erwarten, eingesetzt zu werden und sind unzufrieden, wenn das nicht der Fall ist. Das wurde jetzt schon zweimal erwähnt. Und vom Chat auch hervorgehoben. Man sollte echt drauf achten in unserem Königreich dann. Verstehe. Nee, warte, das ging viel zu schnell. Also, unsere Gattin kann Herrscher helfen, erhöht die Stats, oder halt gezielt ein Stat erhöhen. Oh, dann kann man noch mehr micromanagen. Ja. Also wenn wir jetzt unbedingt jemanden umbringen lassen wollen, dann würden wir halt von Herrscherhelfen wechseln auf höfische Ränkespiele zum Beispiel. Aber so ein Dropdown hat nur sie. Bei denen hier können wir... Mein Bischof Petrus von Monster wird der Aufgabe religiöse Beziehungen zugewiesen. Effekt mehr Frömmigkeit. Meinung von katholischen theokratischen Herrschern erhöht sich. Mögliche Nebeneffekte. Frömmigkeit verlieren, Vasallmeinung erhöhen. Klingt gut. Anspruch auf Gemeinde fingieren. Also er ist super wichtig später für die Kriege. Du kannst bei Events auch ganz temporär den Fokus der Königin ändern, um die Bonus gezielt anzupassen. Oh, das ist sehr praktisch. Wirtschaft bietet sich bei der Königin sehr an, wegen der Domänenschwelle. Die Domänenschwelle war das, was ich nicht überschreiten durfte, was mir selber gehört.
Verwaltung plus 6. Ach, und je höher unser Verwaltungswert ist. Ah, erhöht die Domänenschwelle. Das ist gemeint. Okay. Jep, jep, jep. So, öffne die Ansicht Ränkespiele. Komplette sind langfristige. Weg, weg. Komplette sind langfristige Ziele, die einen anderen Charakter zum Ziel haben. Sie können feindselig sein und auf den Mord oder die Entführung eines Charakters abzielen, aber auch wohlwollend sein. Wie etwa das Freundschaftskomplott. Chef. Das Freundschaftskomplott ist ein persönliches Komplott, das darauf abzielt, ein Freund des Komplottziels zu werden. Ja. Okay. Danke, Willkürer. Eine Reihe von Faktoren beeinflusst die Erfolgschance des Komplotts. Also, wer mein Freund werden will, soll mir Burger schicken. Das ist schon mal ein guter Anfang. Also, hallo, ich bin XY. Ich gucke deine Videos. Hier ist ein Burger. Schokomuffins gehen auch. Eine Reihe von Faktoren beeinflusst die Erfolgschance des Komplotts, einschließlich der Kompatibilität von Eigenschaften und der Meinung. Also ob der Freund zu uns passt. Das Komplott. Kekse? Kekse, geht so. Liebesdinge-Komplott gibt es auch, Gero. Oh Gott, ja. Das wird interessant. Also jetzt, Ränkespiele. Seht euch den Reiter Komplotte an, er sollte automatisch geöffnet sein. Okay. Kein laufendes feindseliges Komplott. Kein laufendes persönliches und es ist noch keiner aufgeflogen. Und wir haben keine Druckmittel. Und Dragima hat auch subscribed. Hiho zusammen. Hey ho. Ich glaube, das Wochenende mit so einer kleinen Pause lohnt sich echt. Dann stauen sich die ganzen Subs dann auf den Montag. Sehr gut. Da, weiter. Ein Komplott könnte sich empfehlen, wenn euch die Nachfolgelinie nicht geradlinig oder günstig erscheint. Eine Möglichkeit nach vorn zu kommen, wäre es, die Konkurrenz einfach zu entfernen. Oh, ich hoffe, da gibt es auch wieder so viele verschiedene Möglichkeiten. Wobei so viele waren es in Crusader Kings 2, glaube ich, gar nicht. Es gab das Düngemittel unter dem einen Haus, was gesprengt wird. Es gab, glaube ich, irgendwie ein Attentat mit Söldnern. Was gab es noch? Gift im Wein. Ja, es gibt viele Komplotte. Ah, okay. Es gab den Balkon, der nachgibt. Martin Bach fragt, in welchem Jahr hast du denn angefangen? Wir sind gerade 1066, aber es ist das Tutorial. Das werde ich nicht weiterspielen. Es ist nur dazu da, nochmal reinzukommen in das Spiel. Crusader Kings 2 habe ich ja gespielt, aber ich will jetzt gucken, ob noch Änderungen da sind. So als kleine Auffrischung. Und wenn das Tutorial dann durch ist, dann starte ich ein reguläres Spiel mit dem eigenen Königreich, das dann aber auch in dieselbe Playlist hier kommt. Das geht jetzt jeden Montag hier und so weiter. Es gibt Todeskomplotte für Kinder und Babys mit extra Text. Wow. Das ist dark. Okay. Führt ihr Mordkomplotte durch, könnt ihr auffliegen. Sollte der Charakter, der Versuch fehlschlagen, sinkt das Ansehen eures Charakters. Besonders in den Augen des vorgesehenen Ziels. Ja. Gut. Mit dem Komplott Beeinflussung könnt ihr die Meinung ändern, die ein Charakter von euch hat. Probieren wir es einmal aus. Öffnet die Ratsansicht. Rat. Rechtsklickt auf euren Ratsprediger, euer Bischof, und wählt Beeinflussung Komplott aus. Du wirst uns mögen. Verführung? Nein. Beeinflussung Komplott. Mein Komplott ist erfolgreich, zu 62%. Die Meinung von Petrus Guiferidi? Guy Ferretti? Ist das nicht ein Koch? Über euch erhöht sich um 25. Minus 15 Peitschen? Ach, er hat Schiss. Sehr gut. Jeden Monat besteht eine voraussichtliche Chance von 52%, dass es einen Fortschritt gibt. Dies beruht auf einem Vergleich von Komplottstärke gegen Komplottwiderstand. Da steht aber nichts von wegen, was passiert, wenn es fehlschlägt oder wenn es nicht so gut läuft.
Private Joker. Zitiert: Wow, das ist dark. Und er strahlt immer mehr. Ragiman meint, mit extra Text gab es auch für gebrechlich und Unfähigkeit bei Crusader Kings 2 spezielle. Wurde mal ertränkt, als man mich waschen wollte. War sehr alt und eben nicht mehr fit. Okay. Das ist Gero. Yep, yep. Wenn es fehlschlägt, passiert eigentlich nichts bei Beeinflussen. Okay. Okay. Wählt Beeinflussen Komplott aus. Komplott schmieden. Gut. Hervorragend. Sobald euer Komplott in Gang gebracht wurde, wird es langsam voranschreiten. Die Zeit bis zum Abschluss hängt von der Erfolgschance des Komplotts ab, die wiederum von relevanten Werten beeinflusst werden kann. In diesem Fall durch eure Diplomatie. Konnte man nicht vorher auch Leute auf seine Seite irgendwie holen durch Bestechung und dergleichen, die dann beim Komplott helfen? Oder waren das die Fraktionen? Das bringe ich gleich wahrscheinlich auseinander. Wenn ihr mit eurem Komplott nicht zufrieden seid, könnt ihr es jederzeit abbrechen, indem ihr auf Komplott aufgeben neben dem Komplott klingt. Komplotte sind hier. Da. Ungefähr 19 Monate. Nur bei feindlichen Komplotten. Okay. Gerugon, war das ein Stronghold hervorragend? Wackelig wie ein Kartenhaus? Nee, das war Montgomery Burns. Der sagte auch hervorragend, oder? Excellent. Weiter. Manchmal führen Komplotte zu Geheimnissen. Ertappt ihr jemanden bei einem versuchten Mord, ist dieser Person wohl daran gelegen, dass ihr Stillschweigen darüber bewahrt. Ihr könnt die Person auch erpressen. Erpressen. Kennt man das Verbrechergeheimnis eines anderen Charakters, kann man dies für eine Erpressung verwenden, um womöglich ein Druckmittel gegen ihn zu bekommen. Die Stärke dieses Druckmittels hängt von der Schwere des Geheimnisses ab, was wiederum oft durch Doktrinen bestimmt wird. Mich würde interessieren, ob die Leute einen eher mögen, wenn man einen erpresst oder nicht. Und das klingt komisch, aber es hat einen Grund. Weil natürlich, wenn man erpresst wird, findet man das nicht toll. Gehe ich mal stark von aus. Aber man hat ja was gegen die in der Hand, also müssen die nett zu einem sein. Also müsste es doch eigentlich positiv sein, oder? War das nicht ausgezeichnet? Oh, okay. Schon zu lange her bei mir. Erpressung ist negativ, ja, das ist komisch. Minus 15 Meinungen oder sowas. Nee. Man muss die zwingen, einen zu mögen. Na gut. Druckmittel stellen Gefallen dar, die euch ein bestimmter Charakter schuldet oder einen Einfluss, den ihr auf ihn habt. Mit ihnen könnt ihr ihn ermutigen oder zwingen, euch gefügig zu sein. Im Spiel werdet ihr verschiedenste Wege finden, Druckmittel zu erhalten und zu nutzen. Probiert ruhig mal da drum. Das kann schon schief gehen. Gehen wir also einmal davon aus, dass ihr ein Druckmittel gegen einen eurer Vasallen erhalten habt. Druckmittel und Geheimnisse. Ah, Druckmittel erhalten. Gegen Earl Rackenwald. Das ist der hier. Ormond. Dieses schwache Druckmittel kann für mehrere Dinge verwendet werden. Beispielsweise, um die Pflichten zu erhöhen, die die Vasallenbande zwischen euch und eurem feudalen Vasallen festlegen. Ihr könnt das Menü zum Ändern der Vasallenbande aufrufen, über die Vasallenliste in der Reichsansicht oder indem ihr auf das Porträt des Vasallen rechts klickt und Vasallenbande ändern auswählt. Ihr bemerkt vielleicht, dass manche Interaktionen nicht sofort sichtbar sind. Wenn viele Interaktionen verfügbar sind, werden im Charakter-Interaktionsmenü nur die gebräuchlichsten gezeigt. Ihr könnt die fehlenden Anzeigen mit Weiter und bla bla bla. Hier unten. So, wir hätten gerne Druckmittel verfügbar. Wird auch angezeigt. Verstehe. Nein. Da. Das wollen wir erstmal zu Ende machen. Krieg. Also, ändere die Bande von Earl Ragnarfort, Herrscher von Ormond. Wenn wir das jetzt erhöhen, kriegen wir mehr Steuern, aber er mag uns weniger. Hier kriegen wir mehr Soldaten, aber er mag uns weniger. Versuche es zu vermeiden, deinen Vasallen Druckmittel über dich zu geben.
zum Beispiel über Events. Sie werden es verwenden, um die Vasallenbande in ihrem Sinn zu ändern und andere unschöne Sachen. Ne, wir werden ja eh eine Auswahl an Charakteren haben. Also wie in Crusader Kings 2. Also mal bin ich jemand, der ganz viele Intrigen macht mit einem Charakter, mal bin ich ein ganz religiöser, mal absolut nicht. Und dann halte ich mich auch immer dran, wie dieser Charakter ist und handle dann danach. Das macht das Ganze schön interessant, finde ich. Wobei ich wahrscheinlich mit einem Markus anfange, also einem eher bösen, manipulativen Charakter. Zwangsteilung, Titelaberkennung geschützt. Der Lehnsherr kann die Titel von Vasallen nicht aberkennen. Kann man noch umbringen? Ratsrechte garantiert. Die Ratsposten verlangen Interaktion, kann nach Belieben eingesetzt werden von dem hier. Niedrigt aber unseren mächtigen Vasallstatus. Mächtige Vasallen sind jene Handvoll Vasallen, die die meisten Truppen und das höchste Einkommen haben. Moment. Also er ist einer unserer mächtiger Vasallen. Das sind die, die in den Rat wollen. Und warum... Na gut, also wir könnten hier was ändern. Druckmittel einsetzen. Was ändert das? Achso, dieses ist ein Akt der Tyrannei, durch den eure Untertanen 20 Meinungen von euch verlieren. Wenn ich Druckmittel einsetze, ist es keine Tyrannei mehr, weil er es ja freiwillig macht. Und dann passt das. Okay, zurücksetzen. Gut, gut, das mag ich. Also es wird sehr gegen uns arbeiten, wenn wir anfangen rumzumorden, um die Welt zu unseren Gunsten zu verändern. Aber vielleicht hilft es uns ja auch derart. So, Krieg! Jedes Mal, wenn ich das Wort Krieg höre, kommt dieser Sketch von Switch mit Luft. Krieg, Krieg, Luft, Krieg. Unbedingt suchen. Unbedingt suchen. Switch, Sketch, Luftkrieg. Ja, okay. Krieg ist ein wesentlicher Teil von Crusader Kings 3. Er umfasst zahlreiche Aspekte, doch fürs Erste schneiden wir nur einige.